herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video von mir, wie ihr schon ganz sicherlich im Titel gelesen habt, werde ich euch die Gründe nennen, wieso ich GoodNotes am meisten mag und ich benutze die App wirklich sehr, sehr gerne. Das ist eine App, wo ich all meine Notizen drauf schreibe, insbesondere wenn es um die Lernzettel geht, denn die benutze ich ganz oft in der Schule. Ich nehme meine iPad mit in die Schule und schreibe alles drauf, was mir wirklich sehr wichtig ist. Und nehme eigentlich nicht so gerne Stifte oder Papiere mit, denn ich speichere alles auf meinem iPad und dafür benutze ich die App GoodNotes. GoodNotes ist eine App, die wirklich sehr, sehr viele benutzen, die jetzt ein iPad haben, weil es ein Apple-Produkt ist. Die App GoodNotes ist sehr beliebt auf iPads, denn es ist ein Apple-Produkt, wo man das nur auf Apple-Geräten sozusagen jetzt runterladen kann. Es gibt noch eine App, die wirklich Leute sehr, sehr gerne benutzen und zwar heißt die Notability. Und der kostet, ich glaube, mit 1 Euro mehr als die App GoodNotes. Ich glaube, der kostet irgendwas mit 9,99 Euro, also fast 10 Euro. Ich habe beides genutzt und ich kann nur sagen, dass ich GoodNotes bis heute noch benutze, weil es hat ganz viele Gründe dafür und die werde ich euch heute in diesem Video nennen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß am Video und bleibt auf jeden Fall dran. Bevor ich jetzt mit den beiden Apps hier anfange, wollte ich euch ganz kurz zeigen, dass die App Notability zurzeit kostenlos ist. Normalerweise kostet die App fast 10 Euro und die kostet überall bei iPads, MacBooks und iPhones kostenlos. Ich vermute, dass die App jetzt hier kostenlos ist, da die Prämien-Abos jetzt viel, viel teurer sind. Und das werden wir auch gleich hier sehen. Aber davor fange ich jetzt mit der App GoodNotes an und ich habe die App seit über einem halben Jahr. Und wenn man oben auf das Plus drückt, dann kann man jetzt einen Quick Note erstellen. Wenn man oben auf die drei Punkte drückt, dann kann man auch die Vorlage ganz einfach hier ändern. Und wie ihr sehen könnt, da sind wirklich ganz viele Vorlagen zu auswählen. Und es gibt einmal in Quer- und Hochformat die Vorlagen. Hier kann man jetzt auch auswählen, ob man das gepunktet, liniert oder kariert haben will. Und es gibt auch verschiedene Farben dazu und es gibt auch Planner, die jetzt kostenlos hier sind. Ich persönlich schreibe ganz gerne mit dem Kugelschreiber, denn wenn man auch ein Anfänger ist, dann würde ich euch raten, dass ihr mit einem Kugelschreiber schreibt. Und da ist ein ganz normaler Radiergummi und auch jetzt die Textmarkern finde ich sehr, sehr schön, die Farben. Die könnte ich euch gerne mal verlinken, falls ich die mal finde, wie ich das gemacht habe. Und wenn man eine Linie zieht, dann werden die auch gerade gezogen, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Wenn ich jetzt einen Text halt gelesen habe, dann liebe ich es sehr, sehr gerne, die Sachen zu markieren. Und ich mag das wirklich sehr, sehr gerne nicht, wenn ich alles schief und krumm markiert habe. Und bei der App ist es wirklich sehr, sehr easy. Man kann einfach nur die Linie ziehen und es wird für euch perfekt gerade liniert. Und hier kann man gerade Formen ziehen, was ich sehr, sehr gut finde. Man kann sie auch dann bewegen, wie man das will. Wenn ich etwas geschrieben habe und mir der Funktion nicht so ganz gefällt, dann nehme ich einfach den hier und kreise das ein und kann das jetzt überall hier dran machen oder halt die Größe oder die Farbe ändern. Und hier kann man auch von der App Stickern hinzufügen. Ich habe jetzt hier meinen eigenen hier auch, was ich sehr, sehr cool finde. Also wenn ihr gerne Lernzettel erstellt, dann ist das wirklich sehr, sehr super. Man kann auch natürlich auch Bilder hier hinzufügen. Wenn ich meine Überschriften mache, dann schreibe ich die ganz gerne mit dem Text und das waren jetzt die Texte, die ich jetzt, besser gesagt die Schriften, die ich auf meinem iPad habe. Ein paar habe ich jetzt von mir selbst runtergeladen und hier kann man jetzt auch die Farbe ändern, die Größe genauso. Dieser Laserstift ist eher gedacht, wenn ihr zum Beispiel eine Präsentation erhält oder etwas erklären wollt, dann kann man das easy zeigen. Und wenn ich das jetzt hier öffne, dann kann ich einfach hier ganz einfach groß schreiben, dann wird es für mich klein geschrieben, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht dran zoomen möchte oder aus ganz verschiedenen Gründen, wenn man jetzt gerne groß schreibt, damit das dann kleiner aussieht. Ansonsten, wenn man auf das Plus drückt, dann kann man immer wieder neue Vorlagen hinzufügen und man kann auch ganz einfach Dokumente scannen.
Hier kann man das am Anfang genauso machen und man kann Notizbücher auch erstellen. Ich habe jetzt Notizbücher auch, aber die seht ihr nicht, weil die in meinem Ordner drin sind. Ansonsten hatte ich ein Tutorial gemacht, wie ich diese Vorlagen gemacht habe. Schaut es unbedingt gerne nach, wenn ihr es wissen wollt. Und das ist jetzt die App, die ich weitermachen möchte. Der kostet normalerweise 10 Euro, ist er jetzt aber kostenlos, weil ich denke, dass die Prämien teurer sind als die App und man kann das nicht jetzt für immer kaufen, man kauft das irgendwie jetzt monatlich oder halt jährlich. Und wenn man die jetzt nicht kauft, dann speichert das nicht auf eurem iPad, iCloud und noch ganz viele Materialien könnt ihr jetzt nicht benutzen. Und ansonsten sind hier ganz, ganz viele Abos, die ihr euch extra noch dazu kaufen könnt, wie zum Beispiel Planner und so. Hier hat man einen sehr großen Vorteil bei der App, denn bei GoodNotes ist es so, dass man die App nur einmalig kauft und es gibt eigentlich keine Prämien. Und alles, was man dann im App hat, dann kann man sie auch für immer benutzen oder man muss halt nicht für extra Sachen bezahlen. Und wie man das auch im GoodNotes macht, dann drückt man auf die drei Punkte und man kann jetzt die Vorlagen hier ganz einfach auswählen. Also bei der App, wenn ich schreiben will, dann schreibe ich ganz gerne mit A4 und generell auch bei GoodNotes. Und was mich auch stört, ist, dass sich daran eigentlich nichts ändert. Die Kästchen bleiben immer noch zu groß und ich finde die halt groß. Und hier schreibe ich jetzt einfach irgendwas, damit ich euch zeigen kann, was ich damit jetzt alles machen kann mit dem Schrift. Und das sind wie gesagt die Schriften, die ich jetzt auf meinem iPad habe. Und hier kann man jetzt die Farbe ändern, ob man das jetzt kursiv haben will oder fett gedruckt. Und das ist jetzt einmal der Stift. Bei der App kann man wirklich auch ganz gut schreiben, aber hier habe ich mir gar keine Mühe gegeben. Was mich nur gestört hat, ist, dass die Kästchen wirklich zu groß sind. Hier haben wir natürlich auch die Farben, aber wenn man die anderen Farben auch benutzen will, dann muss man extra dafür bezahlen, also die Prämie kaufen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch eine eigene Farbe erstellen will, in GoodNotes ist das nicht so, aber hier schon, denn man muss auch natürlich dafür bezahlen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das machen kann, aber es kommen auf jeden Fall noch 32 Farben dazu. Und hier, wenn man eine Textmarkerlinie zieht, dann werden die nicht gerade, was mich hier sehr, sehr stört. Ich habe auch in Einstellungen nachgeschaut, ob man das irgendwie einstellen kann, aber irgendwie kann man das jetzt nicht, was mich wirklich jetzt nur gestört hat. Denn in GoodNotes bin ich daran gewöhnt, dass ich jetzt die Farben so wie ich will halt ändern kann und dass ich halt die geraden, also gerade ziehen kann, besser gesagt die Textmarkerlinien. Und hier kann man auch ganz normal Dokumente scannen und noch Folien hinzufügen. Was hier jetzt anders im GoodNotes ist, dass man hier Videolinks hinzufügen kann. Ansonsten befindet sich natürlich auch im App die Einstellungen und man kann die Handschrifteinstellungen ändern wie im GoodNotes. Und hier ist eigentlich normalerweise jetzt an, dass meine Linien gerade sein sollen und irgendwie klappt das nicht. Ich habe irgendwie versucht auch länger drauf zu drücken, aber es hat leider nichts gebracht. Und hier auf der linken Seite befindet sich einmal die App Notability und rechts GoodNotes. Und ich werde hier jetzt auf den beiden Seiten hier etwas schreiben. Wie man es in Notability sehen kann, sind die Größen hier angegeben und man kann sich selbst auswählen, welchen man jetzt haben will. Aber in GoodNotes ist es so, dass man selbst bestimmen kann, welche genauere Größe man haben will. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall viel, viel besser in GoodNotes. So, ich habe jetzt meine Meinung dazu gesagt und jetzt seid ihr dran, indem ihr jetzt einfach in den Kommentaren schreibt, welchen davon ihr am besten findet. Mein persönlicher Favorit ist GoodNotes. Ihr habt ja die Gründen gesehen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!